Und so. Und ich darf Sie heute in die Dynamik von Planetensystemen entführen und möchte da im Speziellen diskutieren, inwiefern die großen Planeten unseres Sonnensystems Einfluss nehmen können auf die Stabilität oder auch Habitabilität, also Bewohnbarkeit im inneren Sonnensystem. Und was die Bedingungen für die Habitabilität oder die Bewohnbarkeit der Erde ist, das haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Also das Wichtigste ist einmal, dass die Erde quasi in einem gewissen Bereich im Sonnensystem ist, in der sogenannten habitablen Zone. Das heißt, das ist der ja vielleicht beste Bereich im Sonnensystem, wo nämlich Wasser in flüssiger Form auf der Oberfläche eines terrestrischen Planeten sein kann. Und das ist einmal die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist natürlich, dass wir eine entsprechende Atmosphäre haben. Und mein Gebiet ist dann, dass wir eine stabile Bewegung, also dass die Erde quasi in diesem Bereich ist und da stabil bleibt für die Lebzeit des Sonnensystems. Wobei, beziehungsweise solange die Sonne eben Wasserstoff verbrennt und in Helium umwandelt und sich nicht aufbläst und größer wird, weil dann wird die habitable Zone im Laufe der Zeit natürlich nach außen wandern und dann sind wir nicht mehr in diesem bevorzugten Bereich. Aber das ist ja, dass wir da auch viel Glück hatten, dass die Erde da so brav auf einer fast kreisförmigen Bahn und damit immer in diesem bevorzugten Bereich der habitablen Zone sein kann. Ja, da will ich Ihnen eben zeigen, dass das ganz anders hätte sein können. Und inwiefern das eben von diesen beiden großen Planeten, Jupiter und Saturn, abhängt. Denn wenn wir uns anschauen, unsere Planeten hier aufgereiht, von Merkur bis Neptun, Merkur ganz innen bei ungefähr 0,4 astronomischen Einheiten, wir sind natürlich bei einer astronomischen Einheit. Und dann ist zwischen dem Mars bei 1,52 astronomischen Einheiten und dem Jupiter bei 5 astronomischen Einheiten haben wir ja den Asteroidengürtel, der hauptsächlich zwischen 2 und 4 astronomischen Einheiten ist. Und dann geht es eben weiter raus bis auf 30 astronomische Einheiten der Neptun. Und natürlich haben wir außerhalb vom Neptun noch den Kuipergürtel, der dann übergeht durch die langperiodischen Objekte des Körpergürtels in die Oortcloud, in die Oortsche Wolke, die dann möglicherweise herausreicht bis 100.000 astronomische Einheiten. Ja, und lange Zeit war es eben so, dass wir gedacht haben, ich weiß jetzt nicht, ob man hier alles sieht von dem Bild. Ja, wir Weil sehen von Merkur bis Neptun alles. Sie sehen alles, weil bei mir am Bildschirm ist noch vom Zoom diverses. Daher hoffe ich, dass Sie wirklich alles sehen. Gut. Wenn sich rechts Ihr Bild genau verkleinern, wenn Sie ein paar Sekunden Zeit sich nehmen dafür. Moment. Bei Ansicht eine Möglichkeit, dass man die Bilder der Teilnehmer verkleinert.
Ich schaue gerade. Okay. Wo habe ich die Ansicht? Moment. Bei mir ist sie rechts oben. Mhm. Nachdem Sie eh wissen, was aus Ihren Folien drauf ist, glaube ich, ist ja, das nicht so wichtig. Ich mache jetzt einfach weiter. Also, wir haben ja lange Zeit hatten wir ja nur das Sonnensystem und da war eigentlich alles schon fixiert, indem man gesagt hat, okay, die terrestrischen Planeten, die sind eben in einem Planetensystem innen und die Gasriesen, die müssen weiter draußen sein. Also man hat da eigentlich fixiert, Jupiter, sie müssen in einer Entfernung von 5 astronomischen Einheiten oder weiter draußen sein, weil weiter drinnen ist nicht mehr Materie, ist nicht so viel Materie. Und vor allem ist eben die starke Sternstrahlung. Und daher hat man eigentlich gerechnet, wenn es noch weitere Systeme gibt im Universum, dann sollten die eigentlich ähnlich sein unserem Planetensystem. Naja, und dann kam eben die erste Entdeckung des 1995 des ersten extrasolaren Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern, nämlich bei 51 Pegasus. Und 51 Pegasus b, das war ein halber Jupiter, also in der Masse ein halber Jupiter. Und der wurde entdeckt bei 0,04 astronomischen Einheiten, also ein Zehntel der Distanz vom Merkur. Und das passte so gar nicht in das Bild, das wir eigentlich hatten von einem Planetensystem. Denn jetzt war plötzlich ein Jupiter näher als der Merkur. Und wir hatten ja die Vorstellung, dass die Jupiters müssen ja weit draußen sein, denn sie brauchen ja viel mehr Materie, um zu entstehen, also um so groß zu werden. Das heißt, man wusste, dass bei 0,04 astronomischen Einheiten viel zu wenig Scheibenmaterie ist, als dass der dort entstanden ist. Und das heißt, damit war eigentlich mit dieser Entdeckung, war man sicher, dass die Planeten, also die Jupiters, nicht dort entstanden sind, wo wir sie heute beobachten. Das heißt, dass Planeten wandern. Das heißt, es gibt eine Planetenmigration. Und man ist eben dann davon ausgegangen, dass dieser Jupiter, den man da bei 0,04 astronomischen Einheiten entdeckt hat, möglicherweise eben bei 5 astronomischen Einheiten entstanden ist und dann hineingewandert ist. Dass es eine Bewegung gibt im Laufe der Zeit, das hatte man schon früh gedacht, und zwar als man sich mit dem damals eigentlich noch unbekannten Kuipergürtel beschäftigt hat. Das waren Fernandez und Ibb, die 1984 eben gemeint haben, durch störende Wechselwirkung, durch gravitative Wechselwirkung zwischen Planeten und Planetesimalen kann es eben zur leichten Migration kommen im äußeren Sonnensystem. Aber natürlich hat man niemals daran gedacht, dass es so, dass ein Planet quasi von 5 astronomischen Einheiten direkt zum Stern hineinwandert und dann plötzlich stoppt. Wie stoppt er überhaupt? Ja, das ist, man geht davon aus, wenn quasi die Gasphase, die in einem Planetensystem ja nur relativ kurz ist, man sagt also maximal 10 Millionen Jahre hat man in der Anfangsphase quasi Gas im System, und in dieser relativ kurzen Zeit für ein Planetensystem müssen sich eben die Gasriesen dann bilden. Und
Danach können nur mehr terrestrische Planeten gebildet werden, weil dann wird das Gas quasi aus dem System hinausgeblasen. Erstens haben wir ja auch den Sternwind, der dazu beiträgt. Und man muss ja auch sagen, also das Gas, das nimmt ja quasi den Raum ein. Also es wird sich ja nach außen ausweiten und dann wird es eben auch weniger Einfluss haben. Aber was wir durch die Entdeckung des ersten Planeten, ersten extrasolaren Planeten eben gelernt haben, dass es Migration im großen Stil geben kann. Nämlich, wir haben dann, es wurden dann auch neue Modelle für Sonnensystem, oder zunächst einmal ein neues Modell für Sonnensystem entwickelt. Und zwar war das 2005. Das war quasi, das ist nicht das NICE-Model, sondern das NICE-Model, weil die Wissenschaftler, die vier Wissenschaftler, die Sie hier am Rande sehen, das sind quasi jene vier, die sich in Nizza, und auf Englisch heißt Nizza, auch auf Französisch heißt es nun mal Nice, und darum ist es das Nice-Model. Die haben sich eben am Observatorium in Nizza getroffen und haben quasi numerische Studien gemacht. Also wiederum war Nizza der Ort, wo man ein neues Modell oder etwas Neues gefunden hat, und zwar eben, wo man ein Modell entwickelt hat, das die Endphase der Entstehung des Sonnensystems beschreibt und das quasi dann zeigt, wie die äußeren Planeten, also die vier Gasriesen, in ihre Bahnen kommen. Und dazwischen gibt es eben eine chaotische Phase, die wir uns jetzt kurz anschauen werden, denn ich habe da, ja, ich habe da eben von Tsinganis, einer der vier Wissenschaftler, die dabei waren, die Dateien bekommen, dass ich Ihnen jetzt zeigen kann. Wir sehen hier, wir werden jetzt hier uns die zeitliche Entwicklung in X und Y, also in den heliozentrischen Koordinaten anschauen, wobei wir hier sehen vier Planetenbahnen, also die vier äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Wobei, wenn Sie vom NICE-Model schon einmal gehört haben, dann wissen Sie, dass es da möglich ist, dass quasi die beiden äußeren Planeten die Position tauschen. Also hier in der Anfangskonfiguration sehen wir eigentlich Jupiter, Saturn, Neptun und Uranus, weil in dieser chaotischen Phase, die wir nachher beobachten werden, werden die beiden eben die Position wechseln. Also schauen wir uns das Ganze einmal an in heliozentrischen Koordinaten, und zwar nur in XY. Und wir sehen da eben die Interaktion. Hier haben wir diesen Planetesimalgürtel, Asteroiden und Kometen gemeinsam. Und wir sehen, dass Wechselwirkung zwischen den Planeten und den Asteroiden führt dazu, dass also nicht nur Asteroiden quasi entweder hinein- oder hinausgescattert werden, sondern dass auch die Planetenbahnen Störungen erfahren. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass die Planeten hier, dass das Anfangsplanetensystem kompakter ist. So, und jetzt waren wir schon dabei. Ich lasse das dann gleich noch einmal laufen.
Es ist kompakter, das heißt, wir haben das ganze System, die vier Planeten sind zwischen 5 und ungefähr 15 astronomischen Einheiten. Und wir wissen ja, dass der äußere Planet eigentlich bei 30 astronomischen Einheiten ist. Also das heißt, ein kompakteres System bedeutet mehr Wechselwirkung und führt auch zu stärkerer Migration. Das haben die quasi, ja, da haben sie viele Testmodelle gemacht und wir sehen jetzt dann gleich, dass wir sehen den Saturn, dass der mehr und mehr wackelt und plötzlich haben wir eine sehr starke chaotische Phase, wo dann viele Asteroiden quasi das System verlassen. Also das könnte eben dann dazu geführt haben, dass wir sowas wie eine Oortsche Wolke haben, weil diese quasi hinausgeworfen werden zu größeren Distanzen von der Sonne. Und wir haben dann im Endeffekt, wenn Sie sich erinnern, die beiden, ursprünglich war die Magenta-Bahn die äußerste. Und hier sieht man es noch. Ich lasse jetzt das auch mal laufen. Hier haben wir die große Halbachse, also die mittlere Distanz von der Sonne gegen die Exzentrizität. Das heißt, wir sehen sehr schön, am Anfang hatten wir ja kaum Exzentrizitäten von den Planetesimalen, aber durch die Wechselwirkung mit den Planeten werden die auf höhere Exzentrizitäten gesetzt. Und dann haben wir hier so richtig einen Fluss nach außen. Und hier die rote gestrichelte Linie, das ist eine, die zeigt die Position der Resonanz, der 2:1 Resonanz zwischen dem Jupiter und dem Saturn. Und durch die Wechselwirkung kommt der Saturn immer näher dieser Resonanz. Und wir sehen jetzt gleich, dass er die Resonanz kreuzt. Und dieses Kreuzen dieser Resonanz bewirkt eigentlich dieses plötzliche starke Chaos, das dann dazu führt, dass ein Großteil der Asteroiden quasi in den Raum hinausgeskettert wird. Und was wir aber hier sehen, ist, dass nach einer kurzen Phase von starkem Chaos sehen wir dann die vier Planeten eigentlich in den richtigen Positionen, wo wir sie heute finden, mit kleinen Exzentrizitäten und quasi in einer Ebene. Und das heißt, dieses Modell ist momentan eigentlich das Beste, das uns die Architektur des äußeren Sonnensystems wiedergibt. Was wir natürlich sehen, ist, dass hier Migration eine wichtige Rolle spielt. Dass quasi, wir hatten am Anfang quasi ein System, das viel kompakter ist, weil es liegt irgendwo zwischen 5 und 15 astronomischen Einheiten. Dass es zu einer durch dieses Resonanzkreuzen der Resonanz, dieser 2:1 Resonanz zwischen Jupiter und Saturn, das heißt 2:1 Resonanz bedeutet, dass in der gleichen Zeit, da Jupiter die Sonne einmal umläuft, zweimal umläuft, umläuft sie in der gleichen Zeit der Saturn nur einmal. Und wenn er hier in diese 2:1 Resonanz gelangt, dann wird er wohl sofort quasi wieder über die Resonanz getragen, aber die Resonanz verstärkt quasi das Chaos, wie wir es hier jetzt wieder gesehen haben. Wir haben dann eine Phase, wo die Exzentrizitäten stärker schwanken, aber zum Schluss sehen wir eigentlich trotz dieser starken chaotischen Phase ein wieder sehr
stabiles System mit kleinen Exzentrizitäten und vor allem finden wir die Architektur so, wie wir sie heute beobachten. Und das. Kurze Zwischenfrage bitte, wann hat denn diese Migration geendet? Also wann ist sozusagen das System stabil geworden? Sie haben gesehen, also bei diesem, es waren circa 800 Millionen also Jahre und dann, sobald quasi die Planeten in ihren Orbit sind, ist das starke Chaos vorbei. Und dann ist alles stabil, ja? Denn es ist ja dann so, dass die beiden Jupiter und Saturn, die sind dann nahe einer Resonanz, nahe der großen Ungleichheit, wie es so schön heißt, der 5-zu-2-Resonanz. Und das sind eigentlich jene, die hauptverantwortlich für die Stabilität im Sonnensystem sind. Das sind die größten Massen. Wir haben ja hauptsächlich gravitative Wechselwirkungen und damit sind die hauptverantwortlich für die Stabilität. Wir werden dann auch sehen, auch im inneren Sonnensystem. Und gut, wichtig ist nur, dass es hier eine Planetenwanderung gibt, dass eigentlich der Saturn viel näher dem Jupiter war und auch die Uranus und Neptun, die waren viel näher, die haben zu Beginn ein kompakteres System gebildet. Und ich werde Ihnen dann zeigen, was wäre, wenn, ich meine, der Saturn ist dann quasi rausgewandert auf 9,5 astronomische Einheiten, wo wir ihn heute finden. Aber es gab auch Simulationen, wo er nicht so weit rausgewandert ist. Das heißt, es wäre rein theoretisch möglich gewesen, dass unser System nicht so ausgesehen hätte. Ja? Und das wäre aber ganz schlecht gewesen fürs innere Sonnensystem. Und das möchte ich Ihnen heute zeigen. Und wie wir dazu gekommen sind, dass wir solche Studien gemacht haben, war ganz einfach. 1995 mit der Entdeckung des ersten Exoplaneten, begann dann einmal eine Ära, wo man gesagt hat, okay, wir müssen schauen, wie viele Planeten es außerhalb des Sonnensystems gibt. Aber irgendwann waren dann 1000 Planeten bekannt und man hat gesagt, okay, wir haben sehr viele Planeten, Exoplaneten, wie sie heißen, aber wir haben noch keine zweite Erde, wir haben noch keine Exoerde. Und wir haben uns dann eben die Frage gestellt, ist es dafür eigentlich nötig, dass wir vielleicht sonnensystemähnliche Planetensysteme brauchen, um eine Exoerde zu finden? Ist vielleicht das Sonnensystem doch speziell? Denn für diesen wunderschönen blauen Planeten, den wir hier sehen, es ist ja nicht nur damit abgetan, dass dieser in der habitablen Zone ist, dass dieser eine entsprechende Atmosphäre hat, denn er muss ja auch Wasser und das Wasser muss ja quasi zum Planeten gebracht worden sein, also sei es während der Entstehung, dass da eben viele wasserreiche Planetesimale und Embryos waren, die dann durch Kollision das Wasser auf diesen Planeten gebracht haben, beziehungsweise dass dann eben auch Kometen, wo wir ja wissen, dass diese wasserhältig sind, dass diese Wasser auf den Planeten gebracht haben. Aber vielleicht brauchen wir dafür eben ein ähnliches System. Und da war eben dann die Frage,
Wann können wir überhaupt von einem sonnensystemähnlichen System sprechen? Denn natürlich werden wir nicht ein gleiches System finden. Und das heißt, von der Dynamik her haben wir natürlich gewusst, dass die Gasplaneten eine wichtige Rolle dabei spielen. Aber wir haben uns gefragt, welche Rolle spielen sie? Und kann diese Rolle der Gasplaneten vielleicht auch negativ sein für die Habitabilität? Und da haben wir eben numerische Studien gemacht und haben uns einmal den Raum zwischen, also Venus und Mars angeschaut, den Sie hier auf der X-Achse sehen, in diesem Diagramm, und haben gesagt, okay, wir finden vielleicht nicht ein gleiches System, aber wir sagen jetzt einmal, nachdem wir ja wissen, die größten Massen, das sind Jupiter und Saturn, und wir variieren auch die Distanz zwischen den beiden Planeten. Das heißt, wir setzen den Jupiter bei 5,2 astronomischen Einheiten, wie wir es kennen. Und wir variieren die Distanz zwischen Jupiter und Saturn, indem wir den Saturn bei 8 astronomischen Einheiten beginnen und hinausschieben bis 11 astronomische Einheiten. Und dann schauen wir uns an, wie dieses Planetenpaar, welche Auswirkungen es hat auf diesen Bereich zwischen 0,6 astronomischen Einheiten und 1,6 astronomischen Einheiten. Wobei alles, was hier rot erscheint, da können wir sagen, in diesem Bereich hat für eine spezielle Position des Saturns, wobei der Jupiter immer bei 5,2 astronomischen Einheiten ist, wenn wir uns anschauen, bei 8 astronomischen Einheiten des Saturns, da sehen wir, dass er also im Bereich, dass es keine Störung gibt, denn alles, was rot ist, heißt für uns keine Störung. Nur im Bereich zwischen Erde, hier mit E gekennzeichnet, Venus ist mit V gekennzeichnet und der Mars ist mit M gekennzeichnet. Nur zwischen Erde und Mars sehen wir Störungen. Störungen insofern, dass die Planeten, die hier wären, zum Beispiel bei 1,4 astronomischen Einheiten, würden eine erhöhte Exzentrizität, in dem Fall haben wir sogar die Farbe Blau, das heißt, wir wären im Bereich zwischen 0,8 und 1 der Exzentrizität, das heißt, die schön kreisförmigen Bahnen, die wir hier im roten Bereich haben, würden sehr exzentrisch, das heißt sehr lang gezogen, und 1 wäre ja parabolisch. Also da würde es dazu kommen, dass das Objekt quasi aus dem System geworfen würde. Und wir sehen, dass bei 9,5, ich habe ja schon gesagt, bei 9,5 ist eigentlich der Saturn. Das ist diese durchgezogene Linie, die kennzeichnet die heutige Saturn-Position. Und hier sehen wir, dass eigentlich die Erde, der Mars, ist sehr sicher, also kein Problem. Wir sehen hier eine leichte Störung in der Venus, aber das ist nur, weil wir hier das System quasi ohne die Erde und ohne den Mars berechnet haben. Würden wir die beiden Planeten hineinsetzen, würde sich die Störung, die wir hier sehen,
Richtung Sonne verschieben. Ich will aber Ihr Augenmerk heute auf diese Region hier lenken. Und zwar, das machen wir, diese Region hier zeigt, dass wir in Erdposition eine Störung haben. Und zwar, wenn der Saturn nicht auf 9,5 astronomische Einheiten rausgewandert wäre, sondern hätte er bei 8,7 astronomischen Einheiten gestoppt, dann würden Jupiter und Saturn eine starke gravitative Störung im Bereich der Erdbahn, also im Bereich von einer astronomischen Einheit, haben. Und das würde dazu führen, dass unser Planet, wenn das so wäre, eine starke Variation in der Exzentrizität hätte. Und hier ist der Verlauf der Exzentrizität, wenn also quasi ich die Erde bei einer astronomischen Einheit hineinsetze und der Saturn nicht bei 9,5 astronomischen Einheiten wäre, sondern bei 8,7, dann würde die Variation der Erde, der Exzentrizität, also die würde variieren von kreisförmig bis zu höchst exzentrisch. Das heißt, wenn ich dann das Objekt beobachte, in diesem Zeitraum hier, dann würde ich eine schöne Kreisbahn bekommen, was sehr gut ist. Weil ich würde dann glauben, sehr gut, ich habe ein ähnliches System wie das Sonnensystem und ich bekomme eine quasi kreisförmige Bahn durch meine Beobachtung. Würde ich aber quasi später beobachten, hier haben wir die ganze Periode ist quasi 7 Millionen, hier haben wir 10.000, 7 Millionen Jahre und bei circa 3,5 Millionen Jahre später, ich meine, das können wir natürlich nicht machen, würden wir für das gleiche Objekt anstelle dieser Kreisbahn, die wir hier beobachten, eine hochexzentrische Bahn beobachten. Und das würde bedeuten, dass dieses Objekt, wo wir glauben, dass es ein habitabler Planet ist, der würde dann der Sonne so nahe kommen, nämlich näher als die Merkurbahn. Aufgrund der Exzentrizität von fast 0,7. Und da ist eben die Frage, dann würde die Erde die Komfortzone, die sogenannte habitable Zone verlassen und nicht mehr diese angenehmen Bedingungen vorfinden, die nötig sind, damit ein Planet habitabel ist. Und das größte Problem ist, dass das aber periodisch dann stattfindet. Das heißt, wenn wir uns das ansehen, also hier in Y die Distanz einer Bahn und hier haben wir quasi den Verlauf der Bahn über ein Jahr und für verschiedene Exzentrizitäten. Das heißt, hier die 0,7, das wäre dann die Bahn, wobei wir hier in Blau den Bereich der habitablen Zone sehen. Und Sie sehen, dass wir diese Bahn, also diese habitable Zone, dann verlassen würden. Wobei ich sagen muss, dieser Bereich in Blau, der
blau gekennzeichnet ist, das ist ein sehr konservativer Wert für die habitable Zone. Das ist, geht zurück auf eine, wie Sie sehen, sehr alte Arbeit von Casting, aber die wird heute noch immer verwendet für Habitabilitätsstudien. Es gibt aber schon neuere Arbeiten, wo dieser Bereich hier kein Problem wäre, weil in den neueren Arbeiten kann man eigentlich sagen, dass der Mars auch in der habitablen Zone wäre. Aber dieser Bereich, der macht Schwierigkeiten, weil hier kommen wir unserer Sonne, würden wir unserer Sonne viel zu nahe kommen. Und zwar, dass man sich eigentlich fragen muss, ob es dann überhaupt möglich wäre, denn schauen Sie sich an, hier haben wir den Merkur. Das heißt, wir würden, die Erde würde innerhalb der Merkurdistanz, erstens hätten wir dann keine Nachbarplaneten, weil bei so hohen Exzentrizitäten kreuzt würde die Erde, also hätte die Erde keinen Platz lassen für andere Objekte. Und in diesem Bereich es gibt da eine Studie von Williams und Ipp, dass sich nämlich ein Temperaturdiagramm haben die erstellt, wenn die Erde quasi so nahe der Sonne wäre. Und bitte schauen Sie, hier sind die roten Bereiche, die schlechten Bereiche, nämlich die sehr heißen Bereiche, während gelb und grün sind quasi und hellblau sind dann quasi die Bereiche, die optimal für menschliches Leben, also oder für ein komplexes Leben auf der Erde wäre. Aber schauen Sie sich an, also im Bereich Afrika und auch im Großteil Europas, Amerikas, Asiens, Australiens, würden die Temperaturen zwischen 80 und 100 Grad sein. Und da, dass es da quasi eine Entwicklung für den Planeten als Lebensraum für komplexes Leben wäre dann wirklich sehr, sehr schwer möglich gewesen. Also so gesehen muss man wirklich sagen, hatten wir Glück, dass der Saturn so weit rausgewandert ist und nicht bei 8,7 astronomische und nicht früher quasi stehen geblieben ist, denn sonst wäre im inneren Bereich nur Platz für die Erde und die Erde wäre wahrscheinlich nicht so schön blau, denn wir müssen auch bedenken, dass gerade in der Anfangsphase hat ein Stern ja einen erhöhten UV, eine erhöhte UV-Strahlung, die dann quasi Gefahr für die Atmosphäre wäre. Und wenn die Erde dann quasi so weit hineinwandert, dass sie näher ist als der Merkur, dann würde sie möglicherweise an Atmosphäre verlieren. Und ob dann so eine Entwicklung des Lebens auf der Erde möglich gewesen wäre, ist fraglich. Und daher muss man wirklich sagen, bei aller Planetenwanderung, wir hatten Glück, dass Saturn so weit rausgewandert ist und dass quasi durch die nachdem ja Jupiter und Saturn nahe der 5:2 Resonanz sind, das System sehr stabil ist. Wobei man natürlich sagen muss, obwohl es gerade das äußere System sehr stabil erscheint,
sind wir doch am nahe des Chaos und wir beschäftigen uns gerade jetzt wieder mit Studien, wo wir sagen, kann es noch Störungen von außen geben? Und ja, es könnte Störungen von außen geben, denn die europäische Raumsonde Gaia hat hier ein Objekt entdeckt, und zwar hier diese langgestreckte Bahn. Das ist ein K-Stern, der sich dem Sonnensystem nähert. Er wird bekannt als Gliese 710. Und Gliese 710 ist auf einem Orbit, der ihn quasi in die Oortsche Wolke führt. Ja? Das heißt, er wird die Oortsche Wolke queren. Und dabei, ja, wir haben uns dann den Gliese 710 einmal genauer angeschaut, den Orbit. Dabei wird er natürlich viele Objekte da im äußeren Sonnensystem in der Oortschen Wolke, kann er einerseits in Richtung Sonne hineinbringen, beziehungsweise wird er sehr viele Objekte in den interstellaren Raum bringen aus der Oortschen Wolke. Also die Oortsche Wolke wird ein bisschen dünner werden danach. Das Ganze wird aber erst in 1,3 Millionen Jahren stattfinden. Aber vielleicht hier kurz den Orbit. Wir sehen hier, wir haben die Gaia-Daten verwendet und haben quasi verglichen. In blau ist der Orbit von Gliese 710, in gelb ist der Orbit der Sonne um das galaktische Zentrum, und wir sehen, dass die beiden sich scheinbar öfter näher kommen, was aber Gott sei Dank nicht der Fall ist, denn wir haben dann die Distanzen der beiden Orbits berechnet und sehen nur hier in diesem Bereich wirklich eine Annäherung der beiden Sterne. Und genau zu diesem Zeitpunkt, eben das sind 1,3 Millionen Jahre, da wird dann der Stern durch die Oortsche Wolke gehen und dabei eben uns Kometen bringen, beziehungsweise Kometen auch in den interstellaren Raum hinaus werfen. Und zwar, wenn wir uns das ein bisschen anders anschauen, hier ein Querschnitt von der Oortschen Wolke. Das heißt, natürlich ist es sehr schwierig, genau zu sagen, wo der durchgehen wird. Momentan ist die Distanz, gibt man als Distanz circa bei 10.800 astronomischen Einheiten. Also wenn wir uns anschauen, hier die Planeten des Sonnensystems und der Kuipergürtel, und dann anschließend geht es ja über in die, die Disk der Oortschen Wolke, die dann bei 10.000 quasi sphärisch wird. So stellt man sich die aufgrund der Beobachtungen die Oortsche Wolke vor, weil ja quasi diese hochexzentrischen Bahnen des Kuipergürtels, die gehen dann quasi über in die Oortsche Wolke. Und ab 10.000 geht man davon aus, dass das Ganze sphärisch ist und keine flache Disk mehr. Aber es gibt da Studien, dass wo man mehrere Beobachtungsdaten
herangezogen hat und numerische Berechnungen gemacht hat, wo man auch gesagt hat, naja, möglicherweise kommt dieses Objekt viel näher, als uns bewusst ist. Denn eine Studie sagt, dass es möglicherweise sogar bei 4000 astronomischen Einheiten bis zu 4000 astronomische Einheiten an die Sonne herankommt. Und das ist dann schon eine beträchtliche, da kommt er schon sehr, sehr nahe zu uns. Wir haben uns dann angeschaut, wie nahe, wenn er noch näher kommt, weil diese Beobachtung ja eine gewisse Unsicherheit birgt. Was ist, wenn er noch näher kommt, dann könnte er ja sogar zu Gefahr werden für Planeten. Und wir haben bis jetzt, also ich kann Ihnen nur die innersten Daten zeigen. Natürlich, wenn er in den Bereich von vom Kuipergürtel, also wenn es da zu einer Annäherung eines Sterns kommt, wie dem TISE 710, das wäre fatal, denn in dem Fall würden wir quasi in jedem Fall, also in den meisten Fällen, einen Planeten verlieren und sei es Uranus, Saturn, also zweimal Saturn. Das heißt, hier haben wir quasi den, in welchem Winkel, also wir gehen nie, das heißt null, da würde er durch die Ekliptik, genauso bei 180 Grad, aber retrograd würde er durch die Ekliptik gehen, aber auch geneigte Bahnen des Sterns, und zwar ist das quasi 150 Grad, ist laut Beobachtung, wird der Winkel sein, wie er durch die Oortsche Wolke geht. Würde er quasi innerhalb von 1000 astronomischen Einheiten da durchgehen, dann gibt es auf jeden Fall Positionen, selbst bei 1000 astronomischen Einheiten, wenn er durchgeht, würde er quasi sowohl in diesem Fall Uranus und Saturn derart stark stören, dass die das System verlassen würden. Und zum Abschluss habe ich da hier noch quasi die Distanz der beiden Planeten, also der vier Planeten, vier äußeren Planeten über einen Zeitraum von 10 Millionen Jahren geplottet. Und wir sehen, also wenn hier der Durchgang ist, dann ist eigentlich das große Problem, ist der Uranus, denn der Uranus ist wirklich, ist dem Chaos sehr, sehr nahe. Wenn man numerische Studien macht, dann sieht man, dass eine leichte Variation der Distanz zur Sonne führt den Uranus ins Chaos und der reißt dann quasi die anderen mit. Das heißt, in dem Fall würde nicht der äußerste Planet entweder hier sehen wir in dem Plot, der Uranus wird so stark gestört, dass er quasi dann in die Sonne fällt, und dabei stört er aber auch den Saturn und der wird quasi dann aus dem System rausgeworfen. Und es bleiben da draußen dann nur zwei Planeten über, nämlich der Jupiter und der Neptun. Aber die hätten dann, hier sind die Exzentrizitäten, und wir sehen, dass wir dann da draußen Planeten hätten mit sehr hohen Exzentrizitäten, die dann natürlich, wir sehen, der Jupiter hat sogar
eine leichte Veränderung in der Distanz, nämlich er geht ein bisschen hinein und man kann sich vorstellen, wenn der bei 5 astronomischen Einheiten eine Exzentrizität von 0,8 hat, dann würde der sehr weit hinein wandern, nämlich bis zur Erde, und würde das innere Sonnensystem auch zerstören. Also das heißt, wir sind, das ist momentan noch in Arbeit. Wir gehen natürlich hinaus, bis wir sind gerade dran zu sehen, wie nahe darf ein Stern uns kommen, dass wir sicher sind, und ab wann wird das Chaos quasi so stark, dass unser Sonnensystem auch durch einen stellaren Vorbeiflug quasi so beeinträchtigt wird, dass es für uns ein Ende nimmt. Und damit ist quasi der Vortrag zu Ende. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Wow, ja. Bitte gerne. Das Ganze wird also in 1,3 Millionen Jahren möglicherweise beginnen. Habe ich das richtig gehört? In 1,3 Millionen Jahren wird quasi die größte Annäherung sein. Das heißt, wir gehen davon aus, also die Kometen werden ja schon früher gestört, also, aber die größte Annäherung an die Sonne wird in 1,3 Millionen Jahre sein. Und wir wollen natürlich solche Studien dann auch für kleinere Objekte, wie zum Beispiel braune Zwerge, machen, denn die sind ja schwerer zu beobachten. Die Sterne, ja, das war einfach interessant für uns, weil Gaia eben quasi den Himmel durchmustert und vermisst. Und dann kommt quasi so eine Beobachtung, ja, ein Stern ist in Richtung Sonnensystem, wird uns sehr nahe kommen. Und dass es sowas gibt, also beziehungsweise dass es in der Anfangsphase von Planetensystemen so stellare Vorbeiflüge gibt, dessen sind wir uns bewusst. Aber dass es auch in späterer Folge dazu kommt, daran denkt eigentlich nicht wirklich jemand. Welcher Vortrag, recht herzlichen Dank. Bitte. Wie meinen Sie, gibt es im Universum so ein zweites System, was stabil ist wie die Erde? Oder ist das, was Sie da wieder erzählt haben, ist es doch eher sehr gering, die Chance? Ja. Und ist es vielleicht die Möglichkeit, dass man das irgendwie, wenn man so wie wir derzeit die Erde behandeln, hat das Ganze ein Ende, weil wir überhaupt nicht darauf aufpassen. Und im Endeffekt ist es ja Wahnsinn. Sagen wir so, das, was wir machen, wird die Erde nicht aus der Bahn werfen, sondern eher ist schlecht für uns. Ja? Aber ob es eine zweite Erde gibt, wir haben noch keine gefunden. Denn, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir sind da noch ein bisschen eingeschränkt, was die Beobachtung betrifft, denn die meisten Planeten werden ja sehr nahe bei den Sternen gefunden. Ja? Und dann wissen wir, dass zum Beispiel, wenn das bei einem kleinen M-Stern ist, dann befindet sich der Planet zwar in der habitablen Zone, aber es ergeht ihm wie dem Merkur oder wie dem Mond,
dass nämlich immer eine Seite zum Stern gewandt ist und eine, das heißt, wir haben dann eine heiße Seite und eine kalte Seite. Und das sind dann wieder andere Bedingungen. Und da wissen wir wieder nicht, kann dann auf so einem Planeten Leben entstehen, ja oder nein. Ja? Und dann kommt noch hinzu, dass eben ein M-Stern über eine sehr lange Zeit eben diese eine starke hochenergetische UV-Strahlung hat. Ja. Und da ist eben ein G-Stern, da lässt diese hochenergetische UV-Strahlung viel früher nach. Ja? Und vielleicht passiert dann beim M-Stern diese Entwicklung auf einer längeren Zeitskala. Aber das ist alles, das muss alles erforscht werden. Also wir haben die Studie damals gemacht, weil wir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich ein zweites Sonnensystem finden oder beobachten, entdecken können, ist gering. Daher haben wir einmal geschaut und es war mir auch wichtig, Ihnen zu zeigen, dass eben die Beobachtung, wo wir, ich gehe da jetzt nur zurück, wo wir quasi eine Momentaufnahme machen und sagen, okay, zu irgendeinem Zeitpunkt beobachte ich zum Beispiel, wenn es dann möglich ist, einen Planeten in der habitablen Zone. Und da ist eben die Frage, ist meine Beobachtung zu diesem Zeitpunkt, hoppla, oder irgendwann hier oder eben hier. Und da ändert sich der Orbit. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eben dynamische Studien macht, denn es ist nicht gesagt, dass eine Bahn immer kreisförmig sein kann, denn sie kann stark variieren, wie man hier sieht, von kreisförmig zu hochexzentrisch. Ja? Und das kann eben nur gezeigt werden, indem man so indem man sich den Verlauf, den Bahnverlauf über eine lange Zeit anschaut. Und diese Skizzen, die sind unter der Voraussetzung, dass der Saturn auf 8,7 AE etwa wäre. Genau. Ja. Und das ist es eben, was die Migration mit sich bringt, weil wir ja nicht wissen, wenn wir ein System haben, wie dann am Ende eben die großen Planeten, die dann die kleinen Planeten gravitativ beeinflussen können, also wo die großen Planeten die Bewegung der kleinen Planeten gravitativ beeinflussen können, wie sich das dann einstellt, das System, und wenn es da eine starke Wechselwirkung gibt, dann kann wohl das System ähnlich dem Sonnensystem ausschauen, aber ganz anders, also doch nicht geeignet für einen habitablen Planeten sein. Und ja, es ist vielleicht, gibt es wirklich nur ganz wenige Erden. Und wahrscheinlich müssten wir wirklich besser auf unsere Erde aufpassen. Abgesehen davon, wenn wir eine andere Erde finden, bis wir so weit sind, dass wir dorthin kommen, gibt es uns eh nicht mehr. Danke. Bitte. Und wie sind Sie auf diese Zahl gekommen, dass der Saturn um diese 0,7 AE weiter nach innen wandert? Gibt es da irgendwelche Hinweise, dass das passieren kann? Oder war das einfach eine Suche nach so einem Chaosfall? Nein, das war im Prinzip einfach so gedacht, dass wir sagten, wie wahrscheinlich ist es, also dass wir ein
ein anderes Sonnensystem finden. Und dann haben wir natürlich das System reduziert und dann haben wir eben gesagt, okay, auch wenn wir ein Planetenpaar Jupiter-Saturn finden, dann muss es ja nicht gleich, also die gleiche Konstellation sein. Ja? Es kann ja sein, dass die dann näher beieinander zusammen sind. Und deshalb haben wir da, oder weiter auseinander, ja, und deshalb haben wir uns da gespielt sozusagen und haben gesagt, okay, dann verändern wir halt auch die Distanz zwischen den beiden und das sehen wir hier. Und da sind wir eben dann drauf gekommen, Moment, da ist doch eine starke Störung. Und dann bin ich eben in Kontakt getreten mit den Leuten, die eben das NIS-Model entwickelt haben, weil das war ungefähr, wir haben begonnen 2007 mit den Berechnungen und die haben das 2005 publiziert und dann habe ich das diskutiert mit denen und habe eben gefragt, Moment, als ihr eure Simulationen gemacht habt, ist der Saturn immer rausgegangen? Und dann kam schon, nein. Also es hätte auch gut sein können, dass der nicht so weit rausgegangen ist. Also diese Migration kann natürlich dazu führen, dass dann so Systeme rauskommen, wo die habitable Zone dann starke Störungen aufweist. Und das wäre dann schlecht für einen Planeten in der habitablen Zone, weil wir sehen, dass da doch nicht nur bei einer astronomischen Einheit, sondern im Prinzip die Sonne hat eine habitable Zone, ja, sagen wir mal von 0,95 bis 1, aber es ist sogar dann noch weiter gibt es Störungen, also die bei 8,7 eben ins Gewicht fallen. Dann müsste, während hier, ja richtig, der Bereich wäre frei, also der Bereich würde für einen habitablen Planeten dann eine Komfortzone bieten. Aber die Position der Erde wäre gefährdet. Dankeschön. Ich hätte nur eine andere Frage. Wäre es eigentlich möglich, den Mars zu bevölkern? Naja, wissen Sie da was darüber? Das wollen Sie ja machen. Ja, wollen. Allerdings muss man sagen, der Mars hat nur eine sehr dünne Atmosphäre, denn der Mars hat ja nur ein Zehntel der Erdmasse. Ja? Und dadurch kann er auch keine Atmosphäre, so wie die Erde, halten. Dann hat er eine CO2-Atmosphäre. Und keine Stickstoffatmosphäre. Also das ist, ja, das heißt, da ist sehr viel Arbeit notwendig und wahrscheinlich werden sie, ja, vielleicht, wie soll man sagen, Kuppeln oder was auch immer dort aufbauen, wo man dann Lebensbedingungen für den Menschen schafft, nur man darf halt nur nicht rausgehen. Also solange man in einem geschützten Raum, wo wir dann atmen können, allerdings, ja, hat durch die geringere Masse ist natürlich auch weniger Gravitation. Also inwiefern das dann mit der Bewegung funktioniert, werden wir sehen. Aber
Es ist ja das große Ziel der Menschen jetzt, dass man auf den Mars ausweichen kann. Wir haben ja da schon zwei Vorträge gehabt über diese Thematik. Es ist eine interessante Sache, wie sich die Muskeln dann entwickeln unter der halben Gravitation. Und es gibt auch 100.000 Kandidaten für einen Marsflug ohne Wiederkehr. Also das hat mich ja besonders fasziniert, dass es so viele Leute gibt, die das tun würden. Also möglicherweise geht es ohne Wiederkehr schon in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Naja, es ist wirklich ein großes Projekt, aber es ist natürlich auch eine Reise in die Ungewissheit. Ja? Ja. Ich meine, auch wenn es diesen Hollywood-Film gibt, wo einer quasi überlebt hat, wo man schon nicht mehr geglaubt hat, dass er überhaupt überleben kann, ganz allein am Mars. Aber das ist eben Hollywood, ja. Nur wir wissen nicht, was den Menschen dann dort wirklich erwartet. Beziehungsweise muss ich auch sagen, wie sich dann der Mensch selbst entwickelt bei... Wenn er quasi, ich meine, wir sind gewöhnt, die Erde, wenn dann plötzlich weniger Gravitationskräfte wirken und ich habe noch keinen Vortrag gehört, aber wird spannend und dass sich da so viele als Versuchskaninchen auf den Mars begeben, ist interessant, ja. Ja. Das ist halt dabei sein, wahrscheinlich unter dem Motto, dabei sein ist alles. Und die Frage ist nur, wenn man dann dort ist, wie das psychisch dann sich auswirkt. Ja. Da kann man dann auch gespannt sein, weil zu sagen, ja, ich möchte dort unbedingt hin, aber ob es dann nicht doch ein Heimweh geben wird. Aber lenkt man vielleicht wieder zurück zu den Themen Ihres Vortrags. Da war ja genug Spannendes. Also es ging Ihnen weniger um die Frage der Zukunft der Erde, sondern ob eine ähnliche Konstellation woanders entstehen kann. Genau. Ja. Und wie man sieht, sind die Bedingungen, also wie soll man sagen, wird es sicher nicht leicht sein, eine zweite Exo-Erde, eine zweite Erde irgendwo zu finden. Aber mal sehen, also unsere große Hoffnung ist ja Plato. Plato sollte eigentlich in der Lage sein, also dann wirklich auch bei G-Sternen Beobachtungen in der habitablen Zone, also Planeten zu entdecken, die in der habitablen Zone bei G-Sternen sind. Da muss man natürlich dann hoffen, dass die G-Sterne dann wirklich ähnlich der Sonne sind, denn die Sterne selbst können ja auch unterschiedliche Entwicklungen haben. Und diese Unterschiede, also das heißt, ein Stern kann schneller oder langsamer rotieren. Dadurch ändern sich ja auch die Winde, die Magnetfelder und das alles in einer Phase, wo Planeten entstehen. Und das ist quasi der Ursprung, dann kann man auch als Ursprung sehen für die Entwicklung zu einem habitablen Planeten oder nicht. Ja? Das heißt, wenn der Stern dann zu viel hochenergetische UV-Strahlung aussendet und die Planetenatmosphären zerstört, dann wird sich ein Planet ganz anders entwickeln als die Erde. Ja? Und so gesehen, ja, wenn man all diese Studien heranzieht, muss man sagen, wir hatten wirklich Glück.
dass wir hier sind. Und ja, es soll auch Motivation sein, zu sagen, wir müssen besser aufpassen auf unseren Planeten. Also, und ja, wir sind, unser System ist stabil, aber doch dem Chaos nahe. Und eine starke Störung kann dazu führen, dass chaotische Zustände plötzlich eintreten, die uns zur Gefahr werden. Also ein Stern, der plötzlich zu nahe kommt, der wäre eine Gefahr für uns. Ja, ich hätte eine Frage dazu. Wenn jetzt so das System so stark gestört ist, wie Sie da dargestellt haben, wenn der Saturn nicht so weit hinauswandert, ist es nicht denkbar, dass in weiteren 1 bis 2 Milliarden Jahren sich ein anderes stabiles System entwickelt und dann ist die Erde vielleicht nicht mehr da, aber vielleicht ist die Venus in einer habitablen Zone oder vielleicht entwickeln sich andere habitablen Zonen. Denn wie wir auch schon gehört haben, ist ja das Leben selber auch sehr beteiligt, wo und wie die habitable Zone dann überhaupt sich anordnet. Also könnte es nicht sein, dass es ein anderes stabiles System wieder gibt nach einer Chaos-Phase? Naja, das hängt davon ab, also was da, inwiefern dann, diese Berechnungen haben wir noch nicht gemacht. Wir haben uns jetzt einmal nur das äußere Sonnensystem angeschaut. Natürlich werden wir dann auch das innere Sonnensystem, also das gesamte Sonnensystem anschauen und sagen, was passiert dann mit diesen terrestrischen Planeten. Es ist so, die habitable Zone, die ist da quasi, knapp innerhalb der Erdbahn beginnt sie und großzügig geht sie bis außerhalb der Marsbahn. Ja? Das ist so der neuere Wert, der nicht zu strenge Wert für die habitable Zone, weil es gibt auch Studien, die sagen, die habitable Zone ist also quasi beginnt knapp innerhalb der Erdbahn und endet kurz nach der Erdbahn, ja, das ist ganz streng genommen, aber auch wenn man das quasi weiter rausnäht, dann ist es so, dass die Venus ist sicher nicht in der habitablen Zone. Wenn dann noch der Mars, aber der Mars ist halt sehr klein, ja, außerdem hat die Venus auch nicht die entsprechende Atmosphäre. Studien, ob sich dann in späterer Folge die Atmosphäre noch ändern kann, ja, da müssen wir natürlich die Geowissenschaften auch hinzunehmen, denn wir wissen, dass die Entwicklung der Atmosphäre wurde auch beeinflusst von geophysikalischen Prozessen wie Plattentektonik, Vulkanismus und so weiter. Das müsste dann auf diesem Planeten eben auch stattfinden. Und da wissen wir von der Venus und vom Mars sehr, sehr wenig. Ja. Wir wissen ja noch nicht einmal auf der Erde, wann Plattentektonik eingesetzt hat. Ja. Wir wissen, dass es gibt und wir wissen, dass es notwendig ist, dass sich unsere Atmosphäre von möglicherweise einer CO2-Atmosphäre zur heutigen Atmosphäre entwickeln konnte. Und und das Problem ist auch, wenn da ein Planet so stark gestört wird und quasi eine Bahn hat, die über den gesamten Raum geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass auch die anderen Planeten, die in dem Bereich sind, gestört werden und möglicherweise entweder in Richtung Sonne und quasi in der Sonne landen oder aus dem System hinaus katapultiert werden. Und dann bleibt kein anderer Planet mehr über. Ja? Meistens ist es so, dass die kleineren von den größeren rausgeworfen werden. Ja?
Also die größeren bleiben. Bei Venus Erde, die sind circa gleich groß. Da wird es dann, ja, wer gewinnt das Rennen? Das kann man, das muss man dann schauen, muss man sich genauer anschauen. Aber Merkur und Mars sind wahrscheinlich die ersten, die dann rausfliegen. Außer wenn die Erde in dem Bereich ist und der Mars auch gegenüber, dann dann ist er sicher. Aber die Frage ist, wenn das öfter der Fall ist, wird es irgendwann einmal zur Kollision kommen. Denn eine Kollision kann dann nur verhindert werden, wenn die beiden Objekte in Resonanz sind. Wie zum Beispiel, wir haben ja im Sonnensystem Neptun und Pluto, und die sind nur sicher und können nicht kollidieren, weil die in 3:2 Resonanz sind. Das heißt, dadurch können sich die Bahnen schneiden, aber sie werden niemals kollidieren. Wären die nicht in Resonanz, dann ist es nicht gesagt, dass es nicht zu einer Kollision kommt. Ja, danke schön. Und bitte. Danke, super. Sehr spannend. Aber vielleicht gibt es noch andere Fragen. In dem Zusammenhang ist keine Frage, sondern eine Bitte an Sie. Ich lese immer wieder, vor allem in populären Schriften, dass die kleinen Planeten rauskatapultiert werden. Und das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die falsch ist. Das geht doch, wenn ich das richtig verstehe, um ganz langsame Störungen, die in eine Richtung gehen. Also hinausgedrängt von mir aus. Aber katapultiert ist wohl ein unpassendes Wort. Oder wie sehen Sie? Das hängt davon ab. Es gibt ein langsames Anwachsen der Exzentrizität. Warten Sie, aber wir haben ja da zum Schluss gehabt. Da haben wir die Exzentrizität. Es kann natürlich ein langsames Anwachsen, hier die blaue Linie, wenn wir uns das anschauen, die ist von quasi kreisförmig, wächst sie dann langsam an und dann haben wir hier wieder eine sehr starke chaotische Phase, das sehen wir auch hier in der Distanz zur Sonne, wo es große Variationen gibt. Aber es kann natürlich auch hier zum Beispiel die gelbe Linie, das ist der Uranus, wo es bis auf 1 geht. Und der wird nicht hinaus, wie ich sage, katapultiert, sondern in die Sonne driftet in die Sonne, kann man das so sagen? Driftet, ja. Der nähert sich der Sonne so stark, dass er dann von der Sonne quasi einvernommen wird. Ich habe jetzt vor allem diese dramatischen Wörter gemeint, die da herumschwirren. Ich stelle mir das vor als langsamen Vorgang. Da geht es ja immerhin um Zehntel Millionen Jahre, also 100.000 Jahre. Ja, also da. Das ist ja kein plötzlicher Effekt. Geht es. Ja, aber wenn man die Zeitskala des Universums anschaut, ist das kurz. Dankeschön, ja. Also es ist natürlich immer, welche Zeitskalen man anschaut. Aber natürlich, wenn wir Berechnungen von 10 Millionen Jahren machen und dann, sagen wir mal so, hier haben wir eine Phase vom Chaos von über 1 Million Jahre, dann ist das verglichen zu den 10 Millionen Jahren, die wir betrachten, eine kurze Zeit. Ja? Weil wenn das ständig variieren würde über den ganzen Zeitraum, dann wäre es eine lange Phase von Chaos. Hochinteressant, das alles, ja. Aber es ist halt mehr theoretisch. Also Beobachtung ist für Sie wahrscheinlich spannender, weil Sie das als Amateurastronomen auch machen und ausführen und damit
Während diese Studien sind dann doch eher theoretischer Natur. Aber ich wollte Ihnen eigentlich vermitteln, dass es wichtig ist, solche Studien zu machen, weil die Beobachtung eben nur eine Momentaufnahme ist. Und ein System soll dann doch über lange Zeit oder möglichst solange der Stern quasi auf der Hauptreihe, wir sagen auf der Hauptreihe, ist, also solange der Stern quasi Wasserstoff in Helium umwandelt und sich nicht aufbläst, weil wir wissen ja natürlich, dass das wird das Ende des Lebens auf der Erde sein, wenn dann die Sonne quasi größer und größer wird, zu einem roten Riesen anwächst, dann haben wir keine Chance mehr. Dann ist es zu Ende, dann sind wir nicht mehr in der habitablen Zone und dann hat der Mensch gar keine Chance mehr zu überleben. Aber das ist ja Milliarden von Jahren, dass wir erleben das sowieso nicht mehr. Die Sonne hat ja Halbzeit erst. Ja. Also das sind noch so viele Generationen. Also wenn wir die Erde irgendwo für uns weiterhin als wohnbaren Planeten erhalten können, dann wird es noch viele Generationen geben. Ich sehe gerade auf dem Bildschirm den Peter Schmutzenhofer, der hat uns ja über die Einmaligkeit der Erde schon einmal einen Vortrag gehalten. Was denkst denn du über diese Sachen? Ja, es ist hochinteressant, was die Frau Bilath-Lohinger da sagt. Also, ja, ich kann dem nur beipflichten. Ja. Ich habe ja auch gesagt, dass Jupiter und Saturn ja eine Migration nach innen vollzogen haben und dann durch den Saturn wieder der Jupiter gestoppt worden ist, ja, und wieder nach außen gegangen ist. Ja, das ist das Grand Tech. Ja, genau. Die Asteroidenlinie überschritten und dann wieder retour. Ja, und das war unser Glück für die Planeten im inneren Sonnensystem, für die Gesteinsplaneten. Und gilt dieses System auch für Sie, Frau Bilath? Ja, das ist quasi die erste Phase. Das ist das Grand Tech. Und die Endphase ist dann das Nice Model. Und ist ganz wichtig. Wir wissen nur nicht, wie weit er dann im Endeffekt die Migration wirklich hineingegangen ist. Aber mit dieser Migration nach innen haben sie quasi ermöglicht, dass bei diesen numerischen Simulationen dann endlich der Mars nicht mehr zu groß geworden ist. Das war eigentlich der Grund. Man hat sich die Migration zunutze gemacht, dass man endlich auf auch das innere Sonnensystem so darstellen konnte, wie wir es sehen. Weil sonst war durch die numerischen Berechnungen war so, dass der Mars immer zu groß im Endeffekt wurde, zu stark angewachsen ist, durch Kollisionen dann später nach der Gasphase. Und das wurde eben durch das Grand Tech Modell dann bewerkstelligt. Wobei das eben auch noch ein Modell, genauso das NIS-Modell, ist ja auch ein Modell und es wird immer weiter gearbeitet, es wird verbessert. Aber es kann natürlich irgendwann einmal was ganz anderes kommen und das Ganze wird wieder verworfen. Also es ist ein theoretisches Modell oder es sind theoretische Modelle, die momentan das Sonnensystem am besten wiedergeben.
Aber ich sage auch ganz ehrlich, es ist irrsinnig schwierig, weil wir müssen natürlich diese Simulationen mit Vereinfachungen machen, denn wir haben nicht die Möglichkeit, also wirklich so viele Objekte in den Berechnungen, also in die Berechnungen mit hineinzunehmen, wie eigentlich notwendig wäre, um die Anfangsphase eines Planetensystems wirklich zu simulieren. Und das ist das größte Problem. Also die Anfangsphase eines Planetensystems ist das größte Problem, weil man da Millionen von Objekten hineinnehmen müsste. Und ja, momentan, also wir sind noch nicht einmal bei 1 Million angelangt. Also ich glaube, die besten Simulationen zeigen gravitative Wechselwirkung zwischen so 60.000 Objekten. Also Sie sehen, da viel ist noch tun, ja. sehr viel zu tun.